Hallo zusammen! Heute möchten wir einmal den Drehteller der AnyCubic Wash & Cure Anlage upgraden. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen oben und über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Auf geht's! Wie man hier sehen kann, hat der Original-Drehteller der Wash & Cure seine besten Tage hinter sich. Altes Resin, Reste, ausgelaufenes Resin haben ihren Tribut gezollt und das war für mich der Anlass, einmal im Internet zu stöbern und auf Amazon bin ich fündig geworden und habe dort eine Acrylscheibe mit dem Durchmesser 15 cm und einer Tiefe von 5 mm gefunden für einen schmalen Taler und die sieht doch ähnlich aus wie unsere Original. Scheibe von AnyCubic ist im Durchschnitt sogar noch knapp einen Zentimeter größer, also ein echtes Buildplate Upgrade. Und die wollen wir jetzt einfach mal verbauen. Wir schrauben dafür unsere Halterung der Originalscheibe mit einem kleinen Torx heraus. Die kleinen Schrauben legen wir vorsichtig zur Seite. Achtung, nicht verlieren, die brauchen wir später noch, damit wir den Originalhalter wieder verbauen können. Ich verlinke euch noch das Angebot auf Amazon, wo ich diese Scheibe gefunden habe. Ihr werdet im Internet auch wesentlich günstigere Angebote finden. Aber ich wollte gerne schnell mein Ersatzteil haben und von der Seite. So, dann nutzen wir die aufgeklebte Folie und markieren diese, indem wir mit unserem Torx einmal durch die beiden Originallöcher stoßen. Dann haben wir quasi auf der Folie der Ersatzscheibe unsere Markierung, die wir dann mit einem kleinen Bohrer durchbohren können. Wir lassen die Folie während des Bohrens auf der Scheibe drauf. Somit verhindern wir kleinere Abpatzer oder Risse. Das Acryl lässt sich hier auch hervorragend bohren, also wir brauchen da keine Angst haben, dass uns dort irgendetwas durchbricht. Wir sollten jetzt die korrekten Lochabstände des Originalhalters hier wiederfinden und somit können wir mit der Montage fortfahren. Doch zunächst einmal ziehen wir auf der Vorder- und auf der Rückseite die Schutzfolie ab. Wir haben jetzt wieder eine glasklare Unterseite. Das ist wichtig für eine gute Aushärtung, damit sich das UV-Licht der Wash & Cure auch hervorragend von allen Seiten an unser Objekt, ich sag mal, heranschmiegt. Wir können jetzt den Originalhalter wieder installieren und haben sogar noch etwas Fläche gewonnen. Ja, das passt doch hervorragend. Erstmal wieder optisch schön und für eine verbesserte Cure-Leistung ist diese saubere Unterfläche auch absolut zu empfehlen. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und ja, bis zum nächsten Mal. Happy Printing!